Ja, und damit willkommen zurück hier bei Dice in Sphere Programm. Wir brauchen Energie, wir sind gerade mal etwas großzügig und schenken uns hier mal eine von den ganz großen Fuel Chambers. Fuel Rods. Okay. So, wo stehen wir denn eigentlich hier mit Eisen? Ziemlich am Anfang. Gut. Warum auch nicht? Bis dahin, das war wieder zu nah, ne? Dahin maximal, dann müssen wir ja oben drüber. Ja. Zum ersten, zum zweiten und hier das gleiche. Dann rüber, rüber. Danke. Das Raster ist erfolgreich erforscht. Und jetzt bräuchten wir hier allerdings erstmal Splitter. Ich sehe es schon, komm, ich mach. Also. Hoffentlich irre ich mich. Nein, das war die falsche Taste. Wie weit zurück? Ach, bis ganz nach hinten. Ach, das ist doch schön. Super. Oje, oje, oje. Ja. Dann bitte nochmal. Von hier nach hier. Hier hinein. So. Gut. Eisen ist dann auch angeschlossen. Sehr schön. Die Kisten sind natürlich alle randvoll. Wer hätte es gedacht? Oh. Aber das da hier können wir verbrennen. Und dann sollte ich mal als erstes runtergehen und Treibstoff nachholen. Wenn überhaupt noch was in der Kiste ist. Das sieht nicht so gut aus. Ich glaube, wir haben hier noch eine zweite gemacht, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ganzen Kladderadatsch. Das muss man später mal wegräumen. Rein theoretisch könnte ich, ja. Und das Ganze. Oh. Es scheitert am zu wenigen Kupfer. Okay. Finally. Gesagt. Sieht richtig ordentlich aus. Also hier oben die Produktion. Es geht schön runter. Gefällt mir. So, okay. Das Eisen kann kommen. Ach so, ja. Jetzt weiß ich, warum ich da vorhin diesen Kopfkino-Fehler hatte. Okay, passt. Hier kriege ich ja den Ausgleich so gar nicht hin. Ich wusste doch, irgendwas Unlogisches mache ich da gerade wieder. Also nicht nur, weil hier natürlich nicht angeschlossen ist, sondern einfach auch, weil ich doch schon wieder richtig gerochen habe, dass ich da einen kleinen Gedankenfehler habe. Das machen wir jetzt hier ebenfalls. Ja, eh zu nah, also von daher macht das nichts. Wenn ich das jetzt natürlich richtig machen möchte, muss ich dich auf diese Seite setzen, ne? Dann so. Und da machen wir dann auch gleich das mal ordentlich mit den ganzen Bändern und den Splittern. Und da haben wir ja gesagt, ist es ja irrelevant. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das muss ich ja jetzt nicht wirklich überall machen, ne? Das langt doch, wenn ich das so mache. Jetzt kommst du nochmal weg. Das alles kommt weg. Das da hier kommt alles weg.
Letztes Band läuft. Achso, okay. Da ist mal zwar eins angedacht gewesen, aber es hat es noch nicht in die finale Version geschafft. Oh. Gut, wir brauchen dann einen Hauptsplitter. Ja. Der nächste Splitter ist dann. Hier. Filter auf Seite. Ja, dann bleiben wir doch da. Das ist jetzt. Also ich komme von da unten so rein, ne? Ja. Wir bleiben so. Planetary Logistics System. Damit haben sehr viele Probleme ab sofort ein Ende. Müsste erstmal die aktuellen Probleme in den Griff bekommen, bevor ich die Klappe so weit aufreiße, ne? Okay. Das heißt. Ach, da unten habe ich einfach das Band noch nicht zu Ende gesetzt. So läuft hier der Hase. Gerade sagen, das kannst du. Geht ja gar nicht. Das jetzt alles doch nochmal so umzuändern oder dann doch lieber die Strecke da oben. Das habe ich deswegen so dahin gemacht wegen dem Kupferband hier. Ich verstehe es. Ups. Na? Achso, er hat es schon. Okay. Ja, dann müssen wir das halt nochmal ein bisschen ändern. Können wir sogar auf relativ einfache Art und Weise dann ändern. Hier das nämlich jetzt in Zukunft so. Na? Ach, da habe ich den falschen erwischt. So. Ja. Dann so, dann so. Und du gehst eben so. Ist das jetzt einigermaßen richtig? Nee. Du gehst nämlich so. Jetzt bin ich total verwirrt. So. Es soll jetzt nur deswegen sein, dass ich hier das ganze Eis nicht auf. Ne? Dann geht er nämlich so rein. Doch, das hat schon gestimmt. Ich muss hier erstmal einen Stopp machen, ne? Nee, ich muss die erste Linie leerlaufen lassen, sonst verliere ich jetzt die ganze Koordination. Dann war's das. Hier jetzt erstmal Cut setzen. Genau, und die Linie hier ist nämlich ja dann auch weg, stimmt. So, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird ein ganzer Schuh draus. Genau, Filter dahin, Filter dahin. Dann ist die Linie leer. So, dann haben wir das geschafft. Du bist jetzt nach unten mit nichts mehr verbunden. Das heißt, du kannst weg. So, dasselbe hier. Und
Na, hier brauchst du natürlich deine Verbindung, ist ja klar. Dann hat man hier einfach diese eine Linie freigegeben, die, weil ich hier eben rein muss. So. Beziehungsweise rum muss. Dann spart man sich da oben die hässliche Ecke. Ah, so, okay. Eisen ist jetzt final angeschlossen. Gut, dann machen wir doch mal gerade. Dann nehmen wir gleich Foundations mit. Dann gehen wir nämlich gerade in die Rück. Oh. Rückwärtsgang. Da wird's eng. Oh, das wird jetzt nervig. Da gibt's dann sogar so. Ach. Dass man die halt nicht ziehen kann, ne? Aber dafür haben wir jetzt dann wirklich eines nicht mehr vorerst. Das ist ein Stromproblem. Ich glaube, da kriege ich kein Ding hin. Ich mag immer. Okay. Ja, da müssen wir jetzt einfach nur über die Solarzellen drüber. Das ist praktisch alles. Brauchen da nur mal den Abstand für. So, gib mir her. Könnte es auch schon gewesen sein, ne? Nein. Nicht so. Hier einmal. Bräuchte ich gar nicht so weit rüber gehen, wie ich es mache. Halt. Auch passt. Oha, oha, oha. Wohin müssten ich abreißen? Dahin. Na ja. Sehr schön. So, jetzt sitzt die Eisenlinie. Was tut man nicht alles für die Energie? Ich darf mich jetzt hier nur nicht verbauen, das wäre nämlich blöd. Es muss einmal komplett rumrum langen. Das ist. Wenn man den Abstand einhält, also ich hoffe es zumindest, dass das so ähnlich ist dann wie bei mir. Dass der Startplanet auf einmal auch unterschiedliche Größen hat. Das ist natürlich das ekelhafteste. Dinge hier zu setzen. Ja, soweit es geht. Hat man nämlich da nochmal die Chance, eine zweite und eine dritte Linie hinzusetzen. Ja, weil der Energieverbrauch wird halt echt gewaltig. Aber der Vorteil, dass ich das ja auf YouTube dann hochlade, ist, dass ich später die Tipps und Tricks abgreifen kann von euch, wenn es dann mit diesen Solarzellen losgeht. Also, der Dysons wäre links gedönst. Aber alles zu seiner Zeit. Vorher will ich das jetzt noch nicht. Das hat Zeit, das hat Zeit. Jetzt sind wir erstmal hier dabei. Mein Gott, die Dinger sind ja schon fast verbaut. Waren doch 50 Stück. Ich hätte jetzt vorher mal die Energie prüfen sollen, ne? Dann hätte man jetzt mal den Unterschied gesehen. So. Kann ich das vielleicht hier einsehen? Ach, guck mal, ich kann mir sogar doch die Energieanzeige anzeigen lassen von den anderen Planeten. Cool. Aber ich sehe jetzt nicht, was die Stromgeneratoren machen und was die Solarzellen mir bringen, ne? Nun ja, gut.
Momentan ist Nacht bei uns. Ich glaube, da dürfte jetzt keiner laufen, gell? Sieht man dann, wenn sie alle rot sind, ne? Blau, dann produzieren sie ein bisschen was. Okay, pass mal auf. Jetzt machen wir momentan... Es läuft ja nicht alles. Hau die Forschung an, dann läuft alles. Irgendwas ist doch jetzt egal. So. Das heißt, wir haben einen... Achso, das ist ja nur der Verbrauch, ne? Zone ist 52,7. Also, rechne einfach mal mit 53. Okay, jetzt dann die neue Sachen auch. Achso, ja, Stromproduktion ist ja dann... Wenn neue Sachen aufbaust, ist ja der Verbrauch. Also... Okay. Lalala. Lächeln, winken und Depp denken. So. wir haben von den normalen Produkten, glaube ich, jetzt erstmal alles. Ne? Circuitboards, die Circuit-Geschichte will ich extra haben, weil man die eben. Silikon müsste man dann wiederholen. Ne, die Circuit Boards machen wir extra. Ich möchte ein Lager haben, wo wir die ganzen Circuit-Sachen machen. Ein Lager haben, wo wir die ganzen Motorengeschichten dann raufziehen. Dass das alles beieinander ist. Genauso dann die Truster und... Lustig, ich könnte die bauen, kann es aber nicht, weil ich diese Technologie dann noch nicht habe, ne, oder? Ne, würde mir hier dann angezeigt werden, ne? Oder bin ich blöd, ne? Nee. Ich krieg die... Prozessoren. Genau, deswegen will ich... die Prozessorengeschichte an einem Platz haben. Die kann ich machen, das ist kein Problem, weil ich ja beides da habe. Muss man nur ein bisschen Stahl holen. Stahl ist da vorne. Kupfer haben wir. Da hinten auf Tasche. Kann ich mir nämlich jetzt sparen, das Ding da auf Tasche zu machen. Mal gucken. Genau, weil ich das Rezept, die Forschung brauche ich erst noch. Lustig. Lustig, lustig, lustig. Da sind sie. Tatsächlich. Muss ich erst noch erforschen. Ich habe einen Bug gefunden. Haha. Wahrscheinlich ist das schon längst bekannt. Ah, herrlich. Kann ich das entsprechende Gebäude aber schon bauen? Das entsprechende Gebäude kann ich natürlich nicht bauen, weil ich natürlich genau... Oh mein Gott. Oh nein. Scheiße. Titanium. Ich wusste doch, ich mal mir das Ganze etwas zu leicht aus. Okay, überall ist die Sonne. Was machen wir an Energie? Ich hab's nicht vergessen. Da muss ich gucken. 70. Und davor waren es 53. Also, ihr merkt schon, das sind jetzt wirklich ja nicht viele Solarzellen. Gerade mal 50 Stück. Pass mal auf. Jetzt machen wir das mal einfach. Packen wir da mal gerade. Mir fehlt so ein Zentrallager irgendwie. Crystal Smelting. Erforscht. Puh, das ist jetzt gerade schon irgendwie ziemlich deprimierend. Also, was heißt deprimierend?
Ich wusste nicht mehr, dass diese Gebäude so teuer sind. Eieieiei. Also, hier diese Planetary Logistics Systems sind nämlich hier in diesem Zwischenraum geplant. Ne? Dann fallen hier auch die ganzen Splitter und so Zeug weg. Hier hinten dann ebenfalls. Die gehen da rein, die Produkte gehen da hinten raus und dann kommen Drohnen rein. Und wenn ich sie irgendwo anders auf dem Planeten brauche, fliegen die mir das dahin, wo es einfach hingehört. Es ist... Okay, dann machen wir jetzt einfach den langweiligsten Job und kreisen mal hier um den Planeten und setzen hier überall die Foundation hin. Beziehungsweise dann auch die Solarzellen jetzt im ersten Schritt. Im zweiten Schritt machen wir dann doch erst nochmal die ganze Foundation-Geschichte. Dass wir hier übers Wasser kommen. Das Ding hier raus. Das ist tödlich. Und gerade laufen. Wir haben schon wieder über den Rand gemalt. Wann hat das so schön geklappt, mein Freund? So. Haben wir noch Soul Pile haben? Wie viele haben wir noch? War die andere Seite bald erreicht? Oh Gottchen. Da sind wir noch ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, mir geht das so halt gleich aus. Boah, schaffen wir es noch? Auf die andere Seite? Aber. Locker. Oh, nieder mit den Bergen. Und damit füllt sich unser Puffer wieder. Ich glaube, das langt jetzt nicht einmal um den ganzen Planeten rum, oder? Nee, vor allem, wenn jetzt dann wieder Wasser kommt. Gar nicht nach vorne gucken, um zu sehen, wie knapp es wird am Ende. Okay, die Foundations gehen uns zuerst aus. Sag mal, die Ölfelder hier liegen echt etwas unpraktisch. Oh, ordentliche Strecke geschafft, hey. Wenn das jetzt doch nur alles schon mit Solarzellen voll wäre. Ist nicht so einfach. Vor allem die Dinger hier sind halt ätzend aufzubauen. Ich weiß, ich könnte mir den God-Mode anmachen, dann geht es ein bisschen einfacher. Bevor man das jetzt falsch versteht, nicht God-Mode im Sinne von God-Mode, sondern Settings. Gameplay. Da müsste es irgendwo sein, ne? Hier. God Mode. Machen wir einfach mal. Ah, dann kann ich nämlich stehen bleiben. Also gerade wenn man solche Sachen macht, ist es nicht verkehrt. Man sieht. Darf ich mich nicht beschweren? Ja gut, out of range. So. Tut man sich doch einfacher, ne? Müsste ich mal bei den Foundations versuchen, ob das auch so einfach geht. So, nur nach dem Bauen muss ich das Ding immer wieder rausmachen, deswegen mache ich das halt eher ungern. Dawson? So, 70 Megawatt hatten wir vorhin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir jetzt kriegen. 80. Gut. Jetzt ist dann eh die Lande. Sache die, dass wir weitaus mehr produzieren uns überhaupt gebraucht. Und vor allem natürlich der Vorteil, dass wenn hier vorne schon mal die Sonne weg ist, wir trotzdem noch Solarenergie produzieren. Der ist leer. Das heißt, wir müssen von hinten holen. Die rühre ich jetzt noch nicht an.
Das habe ich nur als Kohle. Ja, Pfui Deivel. Okay, also bevor ich so langsam rumalber, dann machen wir das so. Was wird hier nicht produziert? Oh no. Das Öl ist voll. Ich könnte aber Plastik schon mal herstellen. Alleweil. Und Sulfuressig. Und ja, vor allem Essig, ne? Sulfuracid. Salzsäure. Ich wollte 2 Tanks bauen. Sehr schön. Ja, aber wenn ihr das jetzt habt, dann machen wir Feierabend für heute. Und das wird es dann nämlich auch für die Aufnahme dann Session gewesen sein. Und dann kümmern wir uns das nächste Mal um die Flüssigkeitsbehandlung. Die machen wir in diese Richtung dann raus, Sus. Und das am besten jenseits von dem hier. Ja, passt. Wobei ich jetzt natürlich da schauen kann, was ich für die Forschung brauche. Für die nächsten Forschungspakete, ne? Wäre schlau. Also ich muss auf alle Fälle Rohöl weit verarbeiten, weil sonst haben wir da alsbald schon wieder ein Problem. Ja, wir gucken, wie wir das nächste Mal machen. Vielleicht habe ich bis dahin auch eine Idee, vielleicht habt ihr eine Idee und sagt, Mensch, mach erst mal das und das. 1000 Baustellen, die ich jetzt hier angefangen habe, keine beendet. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, hoffe ich zumindest. Nein, es ist nicht so schlimm, Gefühl ist es nicht so schlimm. Gut, okay, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr auch wieder das nächste Mal mit dabei wärt. In diesem Sinne, ciao!